Alles fit? Grüßt euch allesamt! Ja, grüß Gott, hast du mich! Ja, hallo! Wer sind denn Sie, bitteschön? Ich bin der Klempner! Okay, oh Tobi, ich halte dich aus, wenn du so guckst dabei noch. Was? So. Willkommen zurück bei Phantasmagoria. Grüß Gott. Labor des Grauens. Und wir nehmen das Spiel wieder auf. Und zwar bei Weiter 3, glaube ich, ne? Und wir sind, glaube ich, frisch aus dem SM-Club gekommen. Und... Naja, wir sind schon da. Stimmt, wir waren dann wieder zurück im Büro. Aber was mussten wir genau machen? Wir wissen es eigentlich gar nicht, ne? Einfach mal rumgucken wieder. Ich habe keine Ahnung. Schauen wir halt einfach mal. Es ist doch keiner da, oder? Stimmt, es ist keine Sau was da, weil... Was sind wir eigentlich? Warte mal, wir haben... Ich weiß es nicht. Ne, doch, ich weiß noch. Wir sind bis am nächsten Tag aufgewacht, mussten dann rein und da sind dann hier der Pierre Warner mit der Polizistin ins Büro zurückgegangen. Mhm. Aus meiner Box. Und jetzt setze ich mich einfach mal an den Rechner und guck mal nach. Was ist das? Achso, okay. Darauf kann ich mich nicht konzentrieren. Darauf kann er sich nicht konzentrieren. Mails? Da kann ich mal ganz kurz reinschauen, ja. Nicht nee. Neues? Hätte es sein können, dass sein Dad mal wieder was geschrieben hat. Richtig, sein untoter Daddy. Da können wir auch nichts mehr machen. Okay, ich glaube, wir verlassen jetzt Wintec einfach mal. Nee. So. Wir haben doch die Kiste aufgemacht, oder? Wo wir diesen Stoff... Na, okay, das war schon letztes Mal. Ja, gut. Genau, richtig. Wie komme ich dazu? Mein Termin ist doch noch gar nicht dran. Ich weiß, dass irgendwann mal daheim was passiert. Also wir haben jetzt... Ja, es kann nur daheim sein oder im Wintec, weil Borderline hat noch zu. Genau, richtig. Der Doc hat noch zu. Keine Post im Briefkasten. Nix im Spiegel. Vielleicht nochmal Telefon, dass er vielleicht sagt, keine Ahnung, er möchte früher mal vorbeischauen oder sowas. Geht nicht. Sonst haben wir inventarmäßig auch nichts Neues. Das war hier das Foto der alte, Eltern. Ja. Da war ja nichts weiter drinnen, ne? Nö. Ja, da hängen wir gerade ein kleines bisschen. Hast du irgendeine Idee, Domi? Irgendwie ein Geistesblitz? Nö. Oh. Ja. Ah, nee, das ist bloß... Was ist das? Mein Nachtkästchen einfach. Bis ich da wieder reinschauen kann. Aber da habe ich ja schon alles genommen. Selbst das Kondom wurde verbraucht. Ja. Ich habe eine SMS bekommen. Spuck dabei mal rum. Ich lese dabei mal kurz. Das habe ich auch schon gelesen. Da muss es irgendwo bei Wintec sein. Da kommen wir, wie gesagt, nicht rein. Richtig. Das war diese komische Akte. Genau. Sein Vater ihn gewarnt hat vor Wintec. Das, der Threshold war Projekt, doch, genau. Das war doch ein Dokument auf deinem Rechner, oder? Ach, Moment, das wäre vielleicht... Ah, das kann natürlich sein, das wird jetzt ja hier... Ich kann ihm kurz dann PA Warner anrufen, weil die eh gerade im Büro sind. 66996. Nee, wird nix. Ja klar, genau was ich brauche. Einen kleinen Plausch mit Paul Warner. Immer an deinem Rechner? Da gab's ja das Archiv, glaube ich, ne? Archiv, genau. Da braucht man aber ein Passwort. Das Carpe Diem war es nicht. Das war halt, ich kann es nochmal, ich kann es jetzt schon mal probieren. War's, ne? Carpe Diem? Doch, das war auch schon hier, verdammt. Aber siehst du, man musste sich das nur einmal, konnte man das nur anschauen und musste sich das merken. So, Akte, Archive, da stand Alt. Weide sie aus.
Ja, wir wissen langsam, dass es vertraulich ist. In diesen aufregenden Anfängen des Projekts Threshold freuen wir uns, dass eine deutliche Stabilität des Pulses zu erkennen ist. Mit den neuesten Unterdrückungstechniken können wir steuern. Dokument unvollständig. Rest wird gesucht. Es flackert alles. Tja, da ist ja nichts weiter gewesen, ne? Das war schon alles. Vielleicht kommst du ja jetzt irgendwo hin zu deiner Psychotante oder sowas. Okay. Energie? Nee. Auch nicht. Ja, aber das kann sein, dass es der kleine Schritt war, dass wir jetzt zum anderen Zeug endlich mal kommen. Schauen wir einfach mal hin. Den können wir machen. Ich dachte eigentlich, das Carpe Diem ist erst später. Wie komme ich dazu? Dachte ich auch eigentlich. Gar nicht dran. Ich warte damit besser noch ein bisschen. Ich habe noch was anderes zu tun. Man muss im Traumbaum jetzt mal was gucken. Das ist echt schlimm. Ich will mal, dass man das so lustig da reinläuft. Ja, das war super. Aber es muss ja irgendwo jetzt einen Trigger gegeben haben, dass er jetzt was macht. Oder wir haben immer noch was vergessen. Spiegel. Nee. Wie immer. Es muss irgendwas in Wintec sein. Weil daheim gibt's nix. Da drin ist auch nichts mehr, ne? Nee, das haben sie ja zugekleistert. Genau. Das kann ich auch gar nicht mehr anschauen. Hat mir bloß den Hammer her? Ja. Es muss irgendwas hier sein. Trink mir erstmal ein Schlückchen Wasser. Ein Stückchen Wasser? Ein Stückchen Wasser. Es ist schlimm. Ne, ist aber bloß die Tür noch. Ein bisschen verzögert. Aber kannst du da nicht belauschen vielleicht? Ah! Was macht denn der hier? Ich kann nicht die Akte zeigen. Ach nee, das war ja genau, die mussten ja alle reinkommen. Die wurden ja zu verdonnert hier anzutanzen. Arbeiten, ne? Das hab ich schon gezeigt, ne? Okay. Das Threshold-Dokument wirst du ihm nicht zeigen können, oder? Ich wüsste jetzt nicht wie, weil... Das ist ja auf meinem Rechner, ne? Mal alles durchklicken und das war's jetzt eigentlich auch schon. Ich glaube, kaum ist der Schraubenzieher noch eine relevante Bedeutung bei dem hat. Aber das würde ja bedeuten, dass sie zumindest... Warte mal, hast du nicht doch gerade dieses Ding da? Was hast du da? Geh mal weiter, weiter, weiter. Stopp! Was ist denn das für ein Zettel? Das ist ganz rechts. Infektion erlaubt. Da waren drei ja, in deinem Rechner. Ja, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Aha, ich nehme die Shisha so lange. Nahaha. Das erste war Infektion, ne? Ei. Infektion, Erleuchtung, Entweihung. Infektion. Jawohl. Hey, optimal. Begrenzter Zutritt zum Aufzug. Hallo, Ed. Ich weiß, dass Sie in die ganze Sicherheitsabteilung in den vergangenen Wochen sehr viel zu tun hatten, aber ich fürchte, ich muss Ihnen das Leben noch schwerer machen. Ich möchte den Zugang zu den Kellergeschossen von Wintec extrem beschränken, sodass ausschließlich ich selbst und die Threshold-Forscher Zugang dazu haben. Es wäre ein enormes Sicherheitsrisiko, wenn Angestellte sich in diesem Bereich wagten und vielleicht auf etwas stießen, das sie verletzt. Ich weiß, dass das bedeutet, dass das gesamte Sicherheitssystem im Keller umprogrammiert werden muss, aber ich bin der Auffassung, dass es diesem Aufwand wert ist. Sollte es jemandem aus irgendeinem Grund gelingen, ohne Berechtigung in die Kellergeschosse zu gelangen, möchte ich Sie ermutigen, alle erforderlichen Maßnahmen einzuleiten, um diese Personen Zugang zu Threshold-Raum zu verweigern. Verwenden Sie jede Methode, die Sie für angemessen halten. Ed. Ed. Unsere Zukunft hängt davon ab. Mit freundlichen Grüßen, PA Warner wahrscheinlich. Oder Fall, genau. Erleuchtung war das, ne? Wo habe ich denn diesen Zettel eigentlich nochmal her? Naja. Den hat PA Warner verloren, als er mit der Tussi rein. Stimmt, wahrscheinlich. Ja. Ist irgendwie sowas, ich weiß es nicht mehr so, genau. So, Energiefluktuation in Threshold. Hallo Peter. Peter. Hallo Dieter. Peter. Hallo. Die Nachricht über die seltsamen, ungewöhnlichen Energiefluktuationen in Threshold fand ich äußerst interessant.
Ich hoffe wie auch Sie, dass dies eine erhöhte Aktivität und vielleicht den baldigen Erfolg des der Synthesebemühungen bedeutet. Dr. Buaka Pallava hat sich jedoch besorgt darüber. Achso, Pallava, ja. Buaka. Pallava. Buaka. Entschuldigung. Hat sich jedoch besorgt darüber geäußert, dass die Windtech-Generatoren möglicherweise nicht stark genug sind, um der zusätzlichen Aktivität standzuhalten. Ich möchte Ihnen versichern, dass dieses potenzielle Problem entschärft wird, bevor es aktuell wird. Bitte treffen Sie mit Dr. Pallava und bestimmen Sie gemeinsam, welche neue Ausrüstung erforderlich ist. Die Geräte werden sofort beschafft. Ich kann nicht mehr richtig lesen. Bis zu diesem Zeitpunkt hoffe ich, mich darauf verlassen zu können, dass die Threshold-Geräte rund um die Uhr überwacht werden. Viel Glück, Paul. Sag mal was Indisches, das kannst du besser lesen. Oh Gott, Indisch. Entweihung. Hallo nochmal, Ed. Hallo mal noch. Nochmal hallo. Ah, nochmal hallo. Nochmal hallo. Wie mein Vater einst sagte, gibt es eine Ausnahme zu jeder Regel. Die Ausnahme hinsichtlich der Zutrittsbegrenzung, die ich dir gerade geschickt habe, ist eine Angestellte namens... Das ist eine Angestellte namens Curtis Craig. Ist eine Angestellte namens Curtis Craig, oh Gott. Ich möchte klarstellen, dass es eben nicht gestattet werden darf, auch nur in die Nähe der Kellergeschosse oder des Threshold zu kommen. Sollte es ihm allerdings, was äußerst unwahrscheinlich ist, doch gelingen, in die Kellergeschosse zu gelangen, darf er nicht, sagen wir, dauerhaft ruhig gestellt werden. Stattdessen sollten sie ihn festhalten und sofort Dr. Terence Merrick anrufen. Dr. Merrick nimmt Curtis dann an einen sicheren Ort mit, an dem er weder für sich noch für uns eine Gefahr darstellt. Curtis ist ein besonderer Angestellter, er darf nicht zu Schaden kommen. Interessant, interessant, ne? Interesting. Gut. Jetzt haben wir das zwar gelesen. Aber vielleicht kommen wir jetzt zur Ärztin. Wie komme ich dazu? Mein Termin ist doch noch gar nicht dran. Wir kommen immerhin ein bisschen weiter. Wir kommen immer ein Stückchen näher, ja. Ah, ich kann das Bild anschauen. Ach, das sind die Entwickler. Das sind die Entwickler des Spiels und die Frau in der Mitte in Schwarz, das ist die Regisseurin oder die Autorin, die die Story geschrieben hat. Wie konnten wir das denn übersehen? Gut, das war heißt, das jetzt ein Trigger oder was? Ich glaub's eigentlich wenig. Ich glaub's auch nicht. Aber es war eher ein Goodie. Ich warte damit besser noch ein bisschen. Ach ja, bitte langweilt euch nicht, aber so ist nun mal das Spiel. Also die Sequenz. Mehr gab's ja an deinem. Ah, die Tür ist offen. Sturm! Und wieder mal brechen wir in das Büro unseres Chefs ein. Glaub ich dir schon? Nicht, du kannst mich austricksen, Tom. Ich warne dich. Sie haben's vergeigt, Paul. Sie glauben, Sie können mir drohen? Der Aufsichtsrat wirft Sie einfach raus. Du glaubst, du kannst mir drohen? Du bist ein toter Mann und weißt es. Lassen Sie die Spielchen, Paul. Ihre Zeit ist abgelaufen. Du bist ein toter Mann, Revel. Ein toter Mann. Du bist ein toter Mann, Craig. Ein toter Mann. Es war sein Vater. Ja, wo sind wir denn jetzt? Der Hirnanstalt? So, probieren wir uns mal zu befreien. Hey, hör auf damit oder ich lass dich ruhig stellen. Aha. So, an mir kann ich nichts kann ich nichts mehr machen. So. Reden wir mal mit den ganzen Irren. Schwester. Schwester, wieso bin ich hier? Wieso bin ich hier? Ich gehöre nicht hierher. Halt den Mund, du Wichser. Sehr nett. Informativ, sehr tiefgründiges Gespräch.
Nein, krank, krank und verrückt! Ich weiß überhaupt nicht, was alle. Da musst du dich draufklicken auf den Ball, während er durch die Gegend rollt. Nein, nein, nein! Ganz egal. Nein, nein! Nein! Ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. Aber zuerst speichere ich, weil ich bin jetzt der Meinung, jetzt kommen langsam die Stellen, an denen wir sterben können. Selbst in der Erinnerung? Das weiß ich gar nicht mehr. Lebensgefahr. So. Super Bob. Super Bob, jawohl. Auf damit. Ja, weil auch das ist ein Spiel, bei dem man sterben kann. Besonders später, sehr oft. Raus da. Curtis, du bist ein schlimmer Junge. Und du musst bestraft werden. Los! Curtis! Ah. Was ist passiert? Ich weiß nicht, ich war nicht da. Mach auf. Hast du gesehen, was passiert ist? Nein. Ich bin umgefallen. Komm zu dir, Junge. Oh, Curtis. Komm zu dir. Ja, gut so, komm. Komm schon, Junge, komm. Na, mein Alter, geht's besser? Was machst du denn? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, alles in Ordnung. Es hat doch keinen Sinn hier. Es ist mir egal, was Paul gesagt hat. Ihr geht jetzt einfach nach Hause, auf der Stelle. Paul? Also. Mir fehlt nichts. Okay. Tom hat recht, Curtis. Du musst nach Hause gehen. Offenbar bist du nicht auf der Höhe. Du siehst schrecklich aus, Curtis. Geh nach Hause und schlaf dich aus, okay? Das hört man ja gern. Was Schönes.